True Crime Streets of L.A. wird gerne mit der GTA-Serie verglichen. Doch obwohl man in beiden Spielen Auto fahren und rumlaufen muss, sind die ziemlich unterschiedlich. Zuallererst spielt ihr in True Crime einen Cop. Nick Kang geht zwar gerne etwas rabiater zur Sache, aber er kämpft auf der guten Seite. Zweitens folgt ihr einer weit verzweigten Storyline, in der ihr nicht unbedingt jede Mission schaffen müsst, um weiterzukommen. Wenn ihr etwas versiebt, könnt ihr entsprechende Missionen beliebig oft noch einmal versuchen oder einfach überspringen. Ihr müsst allerdings mit den Konsequenzen leben. Hier müssen wir gerade in einem Zeitlimit zum Restaurant eines Chinesen heizen, der gerade von den bösen Jungs bedroht wird. Die restliche Zeit seht ihr unten in der Mitte. Kommen wir rechtzeitig an, erwischen wir den Fiesling, wie er gerade den Restaurantbesitzer bedroht, und funken dazwischen. Ein kleiner Martial-Arts-Kampf ist angesagt. Das Kampfsystem ist eigentlich recht simpel. Ihr habt einen niedrigen, einen mittleren und einen hohen Angriff, einen Wurf und einen Block. Wendet ihr diese richtig an, habt ihr euren Gegner schnell erledigt. Ihr seht oben rechts solche Ausrufezeichen. Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner trefft, dann leeren sich diese Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen geht weg. Habt ihr alle weggeschlagen, ist euer Gegner benommen und ihr könnt einen Special Move anwenden. Einen davon habt ihr gleich von Anfang an, die anderen müsst ihr in Dojos in der Stadt lernen, aber dazu später mehr. So, hier jetzt das Beispiel, was passiert wäre, wenn wir nicht rechtzeitig am Ort des Geschehens eingetroffen wären. Dann hätte der böse Bube das Restaurant angezündet und der Restaurantbesitzer wäre draufgegangen. Und wir müssten ihn jetzt, statt in einem Martial Arts Kampf zu besiegen, erstmal mit dem Auto verfolgen. Um ihn zum Anhalten zu bewegen, müssen wir ihn nicht rammen, sondern wir nehmen einfach unsere Kanone, mit der wir 360 Grad aus dem Wagen herausschießen können. Dieser gelbe Kreis da ist das Zielsystem, das uns hilft, auch nur auf ihn zu schießen und auf niemanden anderen. Wir können aber auch im Zielmodus versuchen, auf seinen Reifen zu schießen, was aber nicht so ganz einfach ist. Ihr solltet bei solch hitzigen Verfolgungsjagden übrigens darauf achten, keine Unschuldigen zu gefährden. Das gibt nämlich Punktabzug und Punkte braucht ihr ganz dringend. Das gehört aber wieder zu dieser Dojo-Geschichte und deswegen erzähle ich euch das erst später. So, den gegnerischen Wagen haben wir jetzt gut zu Klump geschossen und ihm bleibt nichts mehr anderes übrig, als auszusteigen und sich zu ergeben. Während ihr von Mission zu Mission durch die Stadt kurvt, könnt ihr auch zwischendurch immer solche Zufallsverbrechen lösen, um Punkte zu ergattern. Hier meinten zwei Frauen gerade, sich auf der Straße prügeln zu müssen, das gibt's aber in L.A. nicht und deswegen muss Nick Kang auf seine eigene, ganz unnachahmliche Weise einschreiten. Ihr solltet aber zusehen, dass ihr keine harmlosen Schläger gleich erschießt, denn das würde auch wiederum Punktabzug bringen. Nachdem wir jetzt dieses Zufallsverbrechen gelöst und die beiden Frauen in Handschellen verpackt haben, nehmen wir uns einfach noch die Zeit, ein paar Passanten zu durchsuchen. Wenn ihr etwas findet, füllt sich nicht nur eure Punkteabzeige, sondern auch die Good Cop-Anzeige unten rechts, das grüne da. Good Cop ist immer gut, weil mehr Punkte für euch. Bei einigen Zufallsverbrechen müsst ihr auch euren Ex-Kollegen vom LAPD zu Hilfe kommen. Ich sag euch, ihr werdet irgendwann das Gefühl haben, ihr seid der einzig brauchbare Cop in ganz L.A. Manchmal dürft ihr nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern müsst euch durch die Hintertür schleichen. Dazu geht ihr vorsichtig an eure Gegner ran und erledigt sie mit einem Stunschlag, damit ihr auch schön Good Cop Punkte passiert. Ihr müsst immer aufpassen, dass ihr nicht auf irgendetwas tretet, das Geräusche macht, denn darauf wird euer Gegner aufmerksam. Prinzipiell sind diese Schleichanlagen sehr einfach, ihr müsst euch nur die Wege eurer Gegner merken und sobald sie euch den Rücken zeigen, ihnen einen Schlag versetzen. Keine Aufmerksamkeit zu erregen ist auch gefragt, wenn ihr jemanden verfolgen sollt. Ihr seht rechts diese Anzeige. Solange der Pfeil im mittleren Bereich bleibt, ist alles okay. Geht der Pfeil in den roten Bereich, kommt ihr zu dicht ran und oben die Fragezeichen füllen sich. Sind sie voll, seid ihr entdeckt und das wollt ihr natürlich nicht. Genauso wenig wie ihn zu verlieren, deswegen solltet ihr auch zusehen, dass der Pfeil nicht zu weit nach unten rutscht. Als kleine Hilfe habt ihr aber auch immer links auf der Karte euer Ziel als roten Punkt markiert. So, wie versprochen, kommen wir jetzt zu der Sache mit den Punkten. Ihr seht da gerade diese Polizeischilder. Für alle 100 Punkte, die ihr euch verdient, bekommt ihr ein Polizeischild und für jedes Polizeischild könnt ihr einmal in einer Trainingseinrichtung trainieren. In einem Zeitlimit müsst ihr immer eine bestimmte Anzahl von diesem neuen Move, den ihr gerade lernen wollt, schaffen. Etwas dumm, wenn ihr das nicht hinkriegt, ihr habt pro Schild nämlich nur einen Versuch. Auf dem Schießstand erhaltet ihr Aufwertung für eure Waffe, zum Beispiel ein Zielfernrohr, Licht oder ein Laserpointer. Was hier auf dem Schießstand aber so einfach aussieht, ist auf der Straße nicht so leicht, weil die Gegner natürlich zurückschießen und sobald sie euch treffen, verreißt ihr leider euren Schuss.
So, genug geübt, jetzt wollen wir die Knarren auch mal in Aktion sehen. Ganz wichtig ist bei Schießereien immer in Bewegung bleiben, immer schön den Ausweichen-Knopf drücken, damit sich Nick abrollt. Und nicht vergessen, eure Gegner lassen richtig schöne dicke Wummen fallen, die könnt ihr euch schnappen. Allerdings halten die nur für ein Magazin und ihr müsst euch damit euren normalen Knarren begnügen. Zum Schluss noch ein kleines Wörtchen zu Dingen, die ihr euch verdienen könnt, wenn ihr eine Episode zu 100% abgeschlossen habt. Dann könnt ihr nämlich einen Bonus-Cruise machen und entweder ein neues Auto verdienen, eine neue Waffe oder einen ganz speziellen Martial Arts Move. Mit denen fallen euch eure Missionen logischerweise deutlich leichter. Ihr seht also, True Crimes bietet eine Menge Abwechslung und wer auf Action und eine gute Storyline Wert legt, der sollte das Spiel nicht verpassen.